Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute hier auf der Sportanlage des MSC Jamen. Wir sind ein Motorball-Sportverein, der 1972 gegründet wurde. Wir haben eine Jugendmannschaft und eine Männermannschaft. Mit der Männermannschaft nehmen wir an der Motorball-Deutschen Meisterschaft teil. Wir spielen in der Nordliga. Mit unserer Jugendmannschaft nehmen wir erfolgreich an der DMSJ-Meisterschaft teil. Und haben es im letzten Jahr knapp verpasst, ins Finale zu kommen. Die erfolgreiche Vereinsarbeit, die basiert auf die Unterstützung von vielen, insbesondere unseren vielen Helfern, die im Verein aktiv sind, aber auch den Ehrenamtskoordinatoren vom Landkreis, der Ehrenamtsstiftung, die uns wohlwollend bei Förderanträgen unterstützen. Und darauf sind wir ganz stolz und darauf begründet sich auch eigentlich die erfolgreiche Vereinsarbeit. Wir haben in unserem Verein viele Jugendliche, die hier mitarbeiten, und in diesem Verein erhalten die sportlich Interessierten die Chance, mit geringen privaten finanziellen Mitteln eben den Motorsport zu betreiben. Die Motorräder, die wir haben, stellt der Verein. Insofern ist das eigentlich eine willkommene Gelegenheit, sich zu engagieren im Sportverein für die Jugendlichen. Wir sind auch immer auf der Suche nach vielen Jugendlichen und neuen Interessierten. Vielleicht findet sich auch der eine oder andere, der bei uns noch aktiv unterstützen möchte. Denn, wie gesagt, bei uns macht es Spaß mitzuarbeiten und man hat die Möglichkeit, Sport zu betreiben, Motorsport zu betreiben. Wir haben auch in diesem Jahr noch ein Highlight geplant. Wir feiern in diesem Jahr unser 50-jähriges Vereinsjubiläum. Dazu wird es vom 5. bis zum 7. August ein Festwochenende geben, zu dem wir uns sehr doll engagieren und alle recht herzlich eingeladen sind.